Mein Instinkt bringt uns als Überleben. Naja, auch wenn mein Bruder sich mal wieder im Ton vergreift, hat er nicht Unrecht, dass das Erwerfen dieser Saurier vermutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, als wir dafür opfern können. Richtig? Das wird wohl so sein. Dann würde ich vorschlagen, wir sollten erstmal diese riesige Echse fangen und töten. Und wenn wir auf dem Rückweg immer noch diese Flugsaurier unterwerfen wollt, dann haben wir doch Zeit dafür. Meine Brüder, diese Welt befindet sich in einem Belagerungszustand, ohne dass deren Bewohner das wissen. Wir sollten keine Zeit verlieren. Die Bewohner hier sind seit 20 Jahren belagert. Eine Woche hin oder her wird ihnen nicht auffallen. Köln würde dir so einen bösen Blick geben. Also wirklich so einen abgrundtief bösen Blick. Hinzu kommt, es ist tatsächlich eine schützenswerte Welt. Vielleicht wird hier mal einen Orden rekrutieren. Naja, Bruder, ich sehe, wieso du das glauben möchtest, aber ob diese Welt schützenswert ist, das werden unsere Vorgesetzten entscheiden. Wir sind nur dazu da, sie zu knechten. Bruder Krei hat in einem Umfang recht. Diese Welt weist einige Aspekte auf, von der wir auch unsere Brüder rekrutieren. Ja, und andere Orden auch solche Welten beheimaten. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb wir die Spuren der Verräterlegion hier gefunden haben. Vielleicht ist das ein Plan, den sie schon versucht haben, vor Jahren in die Tat zu setzen, Jahrhunderten. Oder es schon tun. Naja, dann lasst uns weniger Zeit mit Reden und mehr mit Jagen verbringen, damit wir zurück in unsere Rüstung und zu unseren Waffen kommen. Damit wir, was auch immer sich hier noch rumtreibt, einem jeden Ende bereiten können. Ja, so könnt ihr die Flugsaurier erst einmal zurücklassen und auch die Statue von Curse, dem Fluch. Und ja, folgt dem Pfad, der euch gewiesen wurde, in Richtung der Totenschlucht. Ihr könnt dann vor einer Hochebene stehen bleiben. Hier führt ein Pfad relativ nach unten und unter euch könnt ihr totes Land erkennen. Alles ist rot. Ihr könnt sehen, wie die Erde aufgerissen ist, da einige Spalten, die dort klaffen und ins Nichts führen und wieder andere, die ja stinkenden gelben Dampf auswerfen. Andere haben rotes Feuer in sich und speien oder blubbern vulkanische Lava aus. Das muss das tote Land sein. Und ihr blickt euch etwas um, überlegt, ob ihr jetzt diese Hochebene runterklettern müsst, um dann dort reinzukommen. Könnt ihr dann auch erkennen, wie es einen Tunnel zu geben scheint und vor dem Tunnel eine weitere Statue. Allerdings ist sie zerbrochen. Wenn ihr herantretet an den Sockel, könnt ihr ähnlich wie bei Curse keine 8 erkennen, sondern eine 2. Eine, ja, hochgotische 2, wie gesagt, die Statue ist zerbrochen. Darüber, beziehungsweise auf dem abgebrochenen auf Säule, dem Monument, liegen aber weitere Waffen. Und zwar all die Waffen, die ihr euch auch schon genommen hattet, hättet ihr hier noch einmal erwerben können, beziehungsweise euch einfach wegnehmen können. Das sind tatsächlich Devotionalien, die vielleicht nicht dem unbekannten Primarchen geopfert worden sind, sondern vielleicht vielmehr der Vorbereitung dienen für diejenigen, die dann hier nach unten steigen, um einen Diablodon zu töten. Also wenn noch irgendjemand etwas braucht, irgendeine Waffe, dann könntet ihr euch hier noch einmal versorgen. Könnt euch weitere Pfeile nehmen oder Krallenklingen, all das, was ihr braucht. Gürklingen von Aurum. Sind da nochmal so Speere, Wurfspeere dabei? Ja, sind auch da. Dann nehme ich mir so einen Wurfspeer noch mit oder zwei. Du kannst ja auch 5 mitnehmen, je nachdem.
Auf was muss ich würfeln, um eine Art religiöse Zeremonie zu faken, um dann meinen kaputten Wurfspeerwerfer dahin zu legen, um mir was Vernünftiges zu nehmen? Aber das ist nicht so aussieht, als würde ich Ifrits Wurfspeerwerfer weglegen. Also ich möchte ihn opfern, natürlich hier an diesem heiligen Ort, und nicht mir einfach nur was anderes nehmen, weil seine Arbeit scheiße ist. Deinen jetzigen kaputten Wurfspeerwerfer hast du selbst gebaut. Ich weiß, das ist nicht der Punkt. Du kannst ja gerne mal wieder auf verbotenes Wissen würfeln. Ich überlege gerade. Es ist Allgemeinwissen. Verbotenes Wissen, Imperium. Was gibt's denn da? Gib mir mal einen Wurf auf Allgemeinwissen. Genau. Intelligenz. 34. Der zweite Primarch ist dir unbekannt, dir viele ad hoc keine Legion und kein Name ein, den gibt's bestimmt, aber puh, 20 Legionen sind es. Die erste, das sind die Dark Angels mit ja, Lionel Johnson, der auch schon lange verschwunden ist. Die zweite, ja, da fällt es dir schon nicht mehr ein. Du weißt, dass ja, die 19. das müsste die Raven Guard sein, aber auch die 20. fällt dir gerade nicht ein. Ob man jetzt hier einem unbekannten Primarchen der zweiten Legion opfern sollte, du meinst nein. Das Beste wäre, du legst sie einfach ohne etwas zu sagen ab und nimmst dir deine neue Waffe. Naja, dann machen wir das genau so. Dann würde ich meine Wurfschleuder da hinlegen und schauen. Finde ich irgendwas, was hier ein Schild aussieht? Ja, ein großes rotes Stück Schuppe. Wunderbar, dann nehme ich ein großes rotes Stück Schuppe und möchte mir ein, zwei Wurf einfach Speere greifen. Ausgezeichnet. Da liegt nicht zufällig vor einem Zweihänder, oder? Doch, aus Knochen. Oh, Knochen ja, Zweihänder. Das ist meiner. Dann legt Gabriel das Messer wieder weg. Das bald heran und er nimmt sich den Zweihänder. Schaut einmal zur Statue hoch. Nur eine Leihgabe. Ich bring ihn zurück. Ja, wie gesagt, die Statue existiert ja nicht. Es ist ja nur noch der Sockel. Nicht mal mehr die Füße könntest du erkennen, aber hier stand mal irgendjemand. Dennoch, Gabriel schaut hoch, als würde da eine Statue seines Primarchen stehen. Denn für ihn steht da eine. Dann nimmt sich den Zweithänder. Sag mal, bei diesem Sockel, da wo die 2 steht, da ist nicht vorher irgendwie ein Teil abgebrochen, sodass da vielleicht eine römische 5 davor stand? Nee, das ist tatsächlich die 2. Okay. Ich überlege gerade, wer ist die 5? Die 7 wäre Iron Fist. Imperial Fist, meinst du? Ja, Imperial Fist. Die Iron Hands sind die 10, die 3 sind die Emperor's Children. Ich glaube, die 4 sind die Iron Warrior. Warte mal, die 5 sind, glaube ich, die Space Wolves. 5 sind White Scars. White Scars, Space Wolves. 6 sind Space Wolf. 7 Imperial Fists. Die 8 sind die Night Lords. Night Lords, Blood Angels, Iron Hands. Unbekannt. Unbekannt, dann die 12 Volt Eaters und die 13 natürlich, die Ultramarines. 14 sind die Death Guard. Kann das sein? Ja, dann 1000 Sons. Sons of Horus, beziehungsweise Lunar Wolves. Beziehungsweise Black Legion. Und dann 17 World Heroes, Raven Guard. Und Alpha Legion. Legion 20. Alpha Legion war die letzte 20, ja. Okay. Ja, so könnt ihr euch mit neuen Waffen ausrüsten, alte ablegen oder euch generell mit noch mehr davon versehen. Und wenn ihr mögt, dann durch den feuchten, schlecht beleuchteten Tunnel nach unten in die Todlande gehen. Waren da jetzt auch noch zwei Gürklinken da? Weil ich habe ja gesehen, dass die durchaus harmonieren, wenn man die führt. Ja. Und es scheint ja tatsächlich auch nicht dagegen zu sprechen, wenn die jetzt hier liegt. Dabei würde ich Tordal jetzt gerade seine blauen bespückte Knochenkeule und den zum Schild umfunktionierten Schädel reichen wollen. Okay. Ja, also aus dem Gartorex Schädel hast du ein Schild gebaut? Ja, wäre jetzt so der Plan. Ja, okay. Wenn man so alles verwertet. Die Rüstung dauert noch ein bisschen, aber nimmt er auch an. Steckt sich trotzdem noch zwei Klingen an. Immerhin, wir kämpfen gegen ein Vieh, was deutlich größer ist. Und dementsprechend entscheidet er sich dann doch ein bisschen mehr ausgestattet zu sein.
Wer weiß, wie stark die Panzerung ist und wie viel der Waffen daran zerschellen. Ja, dann könnt ihr ins Erdreich nach unten steigen. Es ist rutschig, es ist feucht, immer mal wieder läuft Wasser an euren Füßen vorbei, wenn er dann ja irgendwo dort von oben aus den Büschen ausgesondert worden ist, sickert dann auch hier nicht in die Erde ein, sicherlich vor vielen Jahrhunderten mal durch das Wasser ausgespült, ein bisschen verkrümmt die Höhle, wenn dann irgendwelche Steine dann vor euch liegen, wo das Wasser dann nicht vorbeikam, zahlreiche verworrene Wurzeln, die überall um euch herum wachsen, aus dem Felsgestein und wieder hinein. Und ja, so könnt ihr weiter und weiter gehen. Ihr seid sicher, dass ihr schon auf der unteren Ebene seid, aber der Tunnel endet noch immer nicht in den Todlanden. Und so könnt ihr ja weiter in die Dunkelheit gehen, bis dann das Licht von oben auch verschwindet. Ihr merkt auch dann diesen Geruch nach Schwefel, nach stinkenden Gasen, die von vorne kommen. Da muss der Tunnel auf alle Fälle irgendwo enden. Allerdings, der Gang ist wohl nicht für Astartes gebaut. Ihr könnt sehen, wie die ein oder andere Wurzelballung etwas zu dick ist, sodass ihr euch einmal dran vorbeischieben müsstet. Ich bekomme bitte von euch allen einen Wurf auf entweder Klettern oder Schlangenmensch. 3, 18, 38, das sieht alles sehr gut aus. Ich glaube mit meiner 66 habe ich es nicht. Locker. 66 von Cry? Nee, von mir kam die 3. Nee, von Ifrit. Von Ifrit. Dann schiebt ihr euch alle nach und nach über oder unter die Wurzeln hindurch. Die Ballen schiebt und drückt so ein bisschen auseinander. Und als Ifrit gerade dabei ist, sich ja oben drüber zu ziehen, da bemerkst du, wie über dir irgendetwas lang marschiert, die Erde bebt, du merkst, wie Erde herunterregnet und dann bricht tatsächlich ein großes Erdstück weiter nach unten direkt auf dich drauf und quetscht dich zusammen mit der Wurzel ein. Du bekommst 1W10 plus 6 Wuchtschaden. Und dann merkst du, wie dieser Druck, dieser Ballast wieder von dir genommen wird und das Ding, was über euch langmarschiert ist, weitergeht. Ja, ich versuche den natürlich auszugraben, nicht, dass der jetzt verschüttet ist. War das gerade so ein Megalodon? Hat auf alle Fälle eine ganze Menge Dreck im Gesicht. Das ist bei Ifrit zum Glück egal, weil er sowieso schwarz ist, aber seine feuerroten Augen leuchten dann unter dem ganzen Dreck doch hervor. 1W10 plus 6, hattest du gesagt? 1W10 plus 6 Wuchtschaden. Ja, dann kriege ich gar nichts. Ja, endlich nutzt das mal, dass du 7 würfelst, ne? 7 hast du. Ja. Dann Widerstand? 8. Okay. Wenn du nur 1 würfelst, dann kommt da natürlich nicht viel bei rum. Ja, du kannst dann von Octavius auf der anderen Seite nach draußen gezogen werden, klopfst dir dann die Erde ab und das war so ein erster Vorgeschmack auf das, was ja euch erwartet. Könnt dann aber auch auf der anderen Seite der Wurzeln den Gasgeruch stärker wahrnehmen und das erste Licht, was dann auf der anderen Seite wieder euch entgegenscheint. Es ist rot. Ich habe unser Ziel gefunden. Dieses Vieh, das wir jagen sollen, war das das eben? Ich vermute. Das ist ganz schön groß. Wenn das ein Vieh war, was euch da eingestürzen lassen hat, kann ich mir ziemlich gut vorstellen, nach der Beschreibung und nach dem, was wir im Dorf gesehen haben. Warum haben wir es nicht weggelegt? Und die Schuppen, die wir bei unserer... Ach, wie ist die Dame? Ich hab den Namen vergessen. Bruder Tordal, ich denke, bei so einem großen Gegner sollten wir vielleicht mit List und Tücke vorgehen. Vielleicht eine Falle aufstellen oder so. Irgendwas, wo wir es schon schwächen können oder in eine Position locken, wo es uns nicht angreifen kann, wir es aber beschießen können oder so. Irgendetwas. Etwas anderes bleibt uns auch nicht übrig. Das ist, wir können uns schlecht, auch wenn es kein nicht ehrenhaft wäre, aber dennoch können wir uns schlecht um 1:1 gegen dieses Monster wehren.
die Tücke und die List der Jagd ist dir mehr als vonnöten. Eine Falle wäre durchaus eine hervorragende Idee. Mein Vorschlag, Gift zu benutzen, weil ging vorhin unter, oder? Habt ihr Gift dabei? Die Frage ist, ob das Vieh überhaupt die Möglichkeit hat, vergiftet zu werden und nicht eine natürliche Immunität. Immerhin ist es eine Echse. Vor allen Dingen bedenkt, Bruder, bei so einem großen Tier würdet ihr eine riesige Menge Gift brauchen. Ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, ob wir Gift nutzen könnten, aber erst einmal brauchten wir die Einschätzung, was das tatsächlich für ein Biest ist. Und jetzt muss ich Bruder Wilhelms Einschätzung teilen. Wir bräuchten eine Riesenmenge Gift. Ganz zu schweigen die Frage, wo wir es herbekämen. Wir sind in einem Urwald, hier gibt es garantiert genug Kreaturen, die Gift produzieren, aber... Ich denke, es macht eher Sinn, mit der Umgebung zu arbeiten, dass wir, wie Bruder Octavius sagt, Fallen präparieren, vielleicht einige Stolperfallen. Wir haben noch einige von Felsen und Steinen hier, die wir benutzen können. Vielleicht könnten wir das Vieh in einen Canyon locken und dann von oben Steine drauf werfen oder sowas. Einen Steinschlag auslösen. Das klingt nach einem Plan. Dann sollten wir schauen, ob wir eine Schlucht finden, die wir als Falle starten können. Ihr spürt ein merkwürdiges Kribbeln, als ihr dort im Gang steht und zumindest Gabriel kann es wahrnehmen. Auch es ist nicht dein Bauch, es ist deine olitische Niere und deine Multilunge. Die Nieren fangen jetzt mittlerweile an, die Gifte zu filtern. Zumindest versuchen sie es, wenn ihr dann dort in diesem Gang steht und die Luft atmet. Sie ist auf alle Fälle giftig, vor allem auch für Menschen. Für euch mag es wohl noch gehen, aber je weiter ihr vordringt, bist du auch der Meinung, dass ihr euch nicht lange in diesem Gebiet aufhalten könnt oder dürft. Wegen den Schwefeldämpfen wahrscheinlich, ne? Korrekt. Oder was auch immer dort aus den Ritzen rausströmt. Muss ja nicht nur Schwefel sein, Phosphor, alles was irgendwie nicht so gesund ist. Brüder, haltet euch ran. Die Luft hier ist giftig für uns. Wir dürfen uns nicht mehr länger aufhalten als unbedingt nötig. Verstanden. Dann sollten wir anfangen, eine Stelle finden, um einen Hinterhalt für diese Kreatur zu schaffen. Ja, mit diesen Worten könnt ihr Thoral nach draußen folgen. Das rote Licht umspült euch und wenn ihr dann nach draußen tretet, aus einem Schlund ausgestiegen, steht ihr in einer offenen, entzündeten Wunde. Normalerweise die Oberfläche von Aurum ein helles Gold oder ein Grün mit den Dschungeln, den Urwäldern, den zahlreichen Tieren. Hier könnt ihr tatsächlich nur das Magmagestein erkennen, was sich dann hier aus dem Boden nach oben geschält hat. Immer wieder die heißen, kochenden Gase, die aus den Ritzen nach oben steigen oder strömen, die Luft vergiften. Ihr seht im Norden von euch eine kleine Gruppe von Terratrixen, die dort nisten. Wenn ihr euch weiter umblickt, findet ihr zumindest oft auf den ersten Blick Spuren von einem gewaltig großen Ding, ein Teufelssaurier. Also sollen diese Riesentiere, die wir jagen sollen, in dieser Lava-Wüste hier sein oder im Dschungel? Naja, in dieser Spalte, so wie ich das richtig verstanden habe. Weiß noch nicht, ob das Vieh ist, das wir brauchen. Und wenn es rote Schuppen hat, wird es sein. Haben wir nicht auch irgendwie Spuren von dem gezeigt bekommen oder beschrieben bekommen? In der Tat. Ja, ich würde mir trotzdem mal die Spuren anschauen, ob das die gleichen sind. Von der Art und Weise. Ja, gebt mir gerne mal einen Wurf auf Spuren lesen. Es ist auch sogar plus 20. Immerhin wurdet ihr etwas geschult und du bist auch der Meinung, zusammen mit dem unheimlichen Druck, der von oben auf Ifrit gelastet hat, das Gewicht kannst du nur einschätzen, aber die Spuren müssen zu dem Diablodon passen. Also diese Spuren sind es definitiv, die wir gesehen haben. Also ich versuche mal anhand der Spuren auf die Höhe oder Größe dieses Viehs zu schätzen. Ganz grob 6 Meter würdest du meinen. Und ja, vielleicht 2 Tonnen, 3 Tonnen. Okay, schaffen wir. Es ist alles machbar.
Auf jeden Fall brauchen wir hier einen etwas größeren Bereich, um eine Falle zu stellen. Eine normale Stolperfalle wird hier nicht reichen. Ja, also hier jetzt auf dieser Ebene eine Falle zu stellen, halte ich für wenig zielführend. Nee. Wir müssen uns einmal umschauen hier. Warum locken wir das Diablo dann nicht rüber zu den Terratrixen? Die sind doch am nächsten. Das heißt, die sind wahrscheinlich sehr territorial. Sehr territorial. Das ist eine super Idee. Gib mir mal einen Wurf auf Überleben. Ja, warum nicht? Alle oder nur? Nee, könnt ihr natürlich alle machen. Also der Hinweis war schon perfekt. Ihr könnt dann natürlich euch mal überlegen, was ihr über nicht nur Saurier, sondern generell auch Alpha-Predatoren wisst. Ich würde auch gerne wissen, ob hier die Gase, die ausströmen, vielleicht brennbar sind. Definitiv sind sie. Da musst du auch nicht unbedingt würfeln. Ilfried hat einen guten Wurf und Wilhelm auch. Auf Inuit sind natürlich andere Kreaturen zugange. Gabriel 53, Tordal 60, das reicht noch, oder? Nee, das reicht nicht. Reicht außer nicht. Du hast einen Bonus gegeben. Nee, den würde ich dir Gabriel für den Wurf nicht geben. Nicht. Also ich hab's nicht, das noch einen überleben. Wert. Also kann ich auch nicht drauf würfeln. Ne? Mhm. Ja, Ilfried, du weißt natürlich... Ich hab's auch nicht, ich seh's gerade. Das ist Schwimmen, wenn ich survive. Ja, aber du hast... Überleben hat jeder von uns, glaube ich, mitstehen, aber das haben wir eben nur in der halben Wert, ne? Nee, das ist kein Dings, kein Grund-Skill. Achso, okay, dann habe ich das auch nicht. Ah, ich auch nicht. Ah, sorry, ich dachte... Ja, dann würde ich einen Schicksalspunkt ausgeben, neu würfeln. Das gibt natürlich Sinn. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass die anderen es auch haben. Deswegen. Ja, mit der 20, mit der 25. Außer sie haben es halt geschafft mit dem Wurf, dann... Nee, wenn sie halt nicht haben, dann nicht. Okay. Ja, nicht würfeln. Ja, dann schauen wir mal. Tordal regelt. Nee, macht er nicht. Ja gut, aber der Vorschlag stand ja im Raum. Da fehlt wieder die Intelligenz. Also, aber ich finde den Vorschlag wirklich gut. Wie viele von diesen, wie hießen die, Terratrix oder sowas? Die Terratrix sind die kleinen, das sind die Reittiere von den Auranern, die siehst du oben im Norden von dir. Vielleicht musst du mal gerade überlegen, schätze das kurz ab, du bist ja als taktischer Marine auch relativ gut daran, 60 Meter. Die haben euch auch noch nicht gesehen, die könnt ihr auch natürlich auch ganz normal umgehen, ihr könnt die auch herausfordern. Aber 60 Meter von euch entfernt würden Terratrixe sein. Die könnt ihr natürlich auch jagen und für Locken. Zum Locken benutzen. Vor allen Dingen, wie viele das sind? 6 Stück sind das. Naja, dann packen die den wahrscheinlich nicht, aber sie könnten ihn schwächen. Und sie könnten ihn ablenken. Also ich hasse mich dafür, dass ich diese Frage stelle. Wer ist denn der schnellste von uns? Der Cry, weil er nicht gerade einen Schulterbiss hat. Nee, der Biss ist in der Schulter, nicht in seinem Bein. Also. Tordal. Na, du bist ja auch kein White Scar. Ich weiß nicht, wer von uns schneller ist, Cry oder ich. Weil einer müsste das Vieh herlocken, ne? Zumindest würdest du einen Biss mehr aushalten als Cry. Dem stimme ich zu. Ich habe nicht vor, nochmal getroffen zu werden. Naja, was halt? Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Biss von dem Diablodon mit dem Biss eines Gortax gleichsetzen können. Ich vermute mal, dass dieses Vieh einen deutlich stärkeren Biss hat als diese kleine Echse. Im Verhältnis ist es ja wirklich eine kleine gewesen. Das Problem ist halt, der hat auch gekrittet mit der 10. Naja, was haltet ihr davon, wenn wir... Naja, hat noch einer der Brüder einen Bogen oder ein paar Wurfspeere, dass wir es aus der Ferne traktieren? Das Vieh wird mit Sicherheit, sobald es uns sieht, uns fressen wollen. Und dann müsst ihr laufen. Ich schlage vor, wir machen eine kleine Verteidigungslinie hier. Und dann können wir ihn früh genug beschießen. Und das mit diesen Echsen sollten wir durchaus auch tätigen. Ich denke, das ist eine hervorragende Idee, dass die uns vielleicht in irgendeiner Weise es dazu bringen, noch etwas abzulenken. Ja, also wenn wir das mit den Echsen machen, dann müssen zuerst die Echsen und das große Monster kämpfen, bevor wir angreifen. Weil sonst kämpfen die nicht gegeneinander. Sonst kämpfen die vielleicht beide gegen uns. Das ist richtig. Warum so? Das Monster würde vielleicht von den Echsen angegriffen werden, wenn es in die Territorium kommt. Ja, und deswegen müsste einer von uns
das Höllenmonster da herlocken und direkt zu diesem Kleinen vorbeirennen und ja. Dann sollten sich einige von uns positionieren. Ich habe eine Idee. Ich werde versuchen, eines dieser Echsen dazu zu bringen, mich zu tragen, und dann könnte ich gleich mit dieser Echse versuchen, ihn, das Monster, hierher zu locken. Schleichen und gucken. Was war nochmal mit Schleichen und gucken? Da sehe ich mich. Ja, also, das ist jetzt nur ein Vorschlag, den ich immer so in den Raum werfe. Ihr wisst ja noch nicht, wo der Diablodon ist und wie das alles aussieht. Aktuell sieht er nur die Terratrixe, aber wenn du schleichen willst und dich verstecken möchtest, könntest du erstmal gucken, wo der Diablodon ist. Ja, dann Cray würde auch einfach so losgehen. Ich habe auch Tactics, Reckon and Stealth im Angebot, um quasi das noch besser zu machen. Ja, du sollst jetzt alles aus deinem Hut zaubern, wenn du kannst. Du bist ja auch der Ravengard. Dann solltest du dich vielleicht auch mit diesem roten Pulver einschmieren, auch wenn das für deine Gesundheit nicht so gut ist. Schulter solltest du vielleicht aus dem rauslassen, aber dich mit diesem roten Sand einreiben könnte hilfreich sein.